Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von A New Beginning. Ja, wir müssen nichts Geringeres als das Schicksal der Welt bestimmen, also die Welt retten, ne, ihr wisst schon. Aber bevor es soweit ist, haben wir einen sehr viel einfacheren Plan. Naja, kommt drauf an. Nämlich, wir sollen... Da drin scheint sich etwas verhakt zu haben. Ja, den müssen wir erstmal reparieren. Die Frage ist nur, wie tun wir das jetzt? Wir haben zur Verfügung Bootschlüssel, nicht weiter interessant, Geld, eine Antenne. Oh, wir können die Antenne verbiegen. Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. Ja, warte mal, jetzt hat sie einen Widerhaken. Dann sollte das schon besser klappen. Endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Guck. Oh. Ah ja. Da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Falls ihr euch gewundert habt, woher die Stimme aus dem Off kommt, das war der reizende Wachmann hier, der eine ganz reizende Maschinenpistole in der Hand hat. Gut, also theoretisch können wir jetzt losfahren, aber vielleicht sollten wir erstmal noch den anderen Bescheid geben, ne? So, hallo. Geht noch nicht? Jetzt. So, hallo, Oki, du? Er ist betrunken. Ich frage mich, ob ihn das irgendwie anders macht als sonst. Ansprechen. Oh, das geht nicht. Okay. Ich tue mir das nicht länger an. Okay. Was ist denn mit dir, du? Du, hör mal. Ich sagte doch, wir reden später. Erst muss ich noch die Welt retten. Wie man sieht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten diese beiden hier einfach da lassen und... Ja, naja. Ben Svensson ist nicht tot. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Faye. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Bent. Gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Okay. Komm, entschuldigen Sie, Herr, Ja? Wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Okay, wir können wieder was machen, aber vorher muss ich noch eins loswerden. Diese Sache mit dem Salvador, also sorry, das finde ich total unlogisch, weil ich meine, der Kerl kommt aus der Zukunft, ja, und in der Zukunft ist bereits die gesamte Technologie auf dieser Svensson-Alge ausgerichtet. Das heißt, er weiß bereits, er glaubt es nicht nur, sondern er weiß bereits, dass die Alge funktioniert. Also... warum sperrt er sich hier so dagegen? Nur gut, wir müssen ja irgendwie in der Geschichte weiterkommen und offensichtlich müssen wir den Salvador aufhalten. Vielleicht ist er auch einfach nur, weiß ich nicht, durchgeknallt. Keine Ahnung. Also, er hat Angst vor Schlangen. Das machen wir uns jetzt zunutze. Und Hep? Weg! Weg! Los, Ben! Ins Boot! Weg! Jo. Cool. Ihr Gesichtsausdruck. Keine Angst, wir schaffen das schon. Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Ach, schön.
Kapitel 8. Der Phönixplan. Puh, jetzt wird es wohl ans Eingemachte gehen. Kann das sein? Hier irgendwo muss es sein. Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. Okay, gut. Ja, wenig Zeit. Guck mal, da ist wieder so ein Vieh. Ich überlege die ganze Zeit, wie die heißen. Die sind nicht wirklich irgendwie nützlich, sondern einfach nur putzig. So, wie es aussieht, können wir da oben hin wandern? Haben wir noch irgendwas im... Nee. Oh, sie ist dran. Bent, hast du irgendwas zu sagen? Hoffentlich geht alles gut. Aber klar, wir schaffen das. Ich find's gut, dass er jetzt die Rolle des Positivlings übernimmt. Am Anfang war er ja so, und was soll das, und ich will nicht, und aber inzwischen, finde ich gut. Halt, was war das eben? Hier hat er Ast. Ast? Abreißen. Natürlich nehmen wir den mit. Wie praktisch, dass dieser Baum hier liegt. Okay, wir haben einen Ast. Cool, kriegen wir noch einen? Nö. Elektrozaun. Anfassen ist sicherlich keine gute Idee, aber... Oh, warte. Haben wir hier unten... Ich muss... Elektrozaun. Okay, Ast. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Echt, das war's? Das scheint mir ein bisschen zu einfach gegangen zu sein. Okay, aber gut. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Naja, sagte er über Funk, dass es irgendwo an der Rückseite... weiß ich nicht, ich hätte besser zuhören sollen. Also Zelt, sehen wir uns erstmal wieder um. Salvador muss hier Tage verbracht haben. Hoffentlich haben die Wachen ihn nicht schon erwischt. Oder umgekehrt. Wie ist er so schnell hierher gekommen? Nichts. Nicht mal einen Schlafsack. Okay. Aber da ist immerhin ein Fernglas. Das ist also der wunderbare Reaktor. Okay. Sehen wir mal durchs Fernglas. Das Fernglas ist direkt auf die Anlage gerichtet. Okay, gut. Also, wenn sie ihn hier oben gefunden hätten, dann hätten sie ohne Zweifel auch seine ganze Ausrüstung mitgenommen. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Okay. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Okay. Lass uns mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich da draufklicke. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Ja, ist er. Ich sehe hier unten 14,95. Wo ist denn das? Die Anzeige da oben verändert sich komisch. Warte mal. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Echt, muss ich das durchklicken? Ach du liebe Zeit. Das geht nur von 70. Okay. Kann ich das hier irgendwie runterschalten? Nee. Okay, das geht nicht. Und wenn ich hier draufklicke, hat das auch nichts zu bedeuten. 97. Das hier gibt zwischen 70 und 90. Okay. Und 14,95. Halt, Entschuldigung. Das war. Nein, halt, Fernglas. Ah! Zu viele Knöpfe. Okay. Das bringt erstmal gar nichts, ne? Okay, wir sollten uns ja ohnehin am Zaun entlang hangeln. Und ich würde vermuten, dass es hier hinten ist. Alles überwuchert. Hier vielleicht. Da möglicherweise.
14, okay. Wie kriegen wir das denn? 5, 6, 7, 8. Guck mal, hier sind jetzt geringere Zahlen. Ah, okay. Gut, wenn ich hier hingehe. Nee, das hat nichts mit den 14,95 zu tun, ne? Nee, das geht immer nur bis 60. Okay, aber jetzt hat er das. Hä? Ist das abhängig von dem Kasten, auf den ich geklickt habe? Das hat nichts zu bedeuten. Okay, wenn ich näher rangehe. Nee, shit, das hat nichts zu bedeuten. Überspringen will ich nicht. Hier gibt's nichts. Okay. Gucken wir mal, ob es irgendwelche Audiologs gibt. Nein. Beim Wachturm hätte ich das jetzt vermutet. Hier. Auch nicht. Okay. Nö. Nö. Ah. Zweiter. Ach so. Oh. Ich bin so doof. Okay, also 14. Man muss auf die einzelnen Zahlen klicken. Es geht nicht, wird nicht einfach höher gezählt, sondern. Ja, okay, 14,95. Ja, okay. Da geht jetzt nichts. So, und ich denke, jetzt müssen wir den boah. Nee, ich sehe keine andere Möglichkeit, als den Zaun nachzusehen. Nein. 14,95. Gibt es denn dahinter irgendwie ein System? Es sind zwei Zahlen, also 14. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 14, 9, 5. Das wird nicht auf der Seite sein, das wird hier sein. 14, 9, 5. 5, 10. Hier hätte ich jetzt getippt. Nee, ist es nicht. Müssen wir den ganzen Zaun absuchen? Das wäre aber an Candy. Ach, na toll. Benutzen. Ja gesagt, irgendwo im hinteren Bereich. Nee, nichts dazu. Ich möchte auch mal das Wachhaus sehen, aber auch da ist nichts. Hier? Nein. Auch nicht. Nein. Ist das effizient, was ich hier mache? Wahrscheinlich nicht, ne? 290%, 640%, das kann unmöglich. Können wir das hier irgendwie noch regeln? 14, 95. Bringt das irgendwas? Nee. Okay. Irgendwas mache ich falsch, ich weiß nur noch nicht was. 14,95. Ich kann jetzt hier auch nicht mehr verschieben oder irgendwo hinklicken. Hm. 14,95. Warte, Kreuz. Salvador hat Notizen auf dem Fernglasrand gemacht, die auf dieses Feld hinweisen. Ich sollte mir das mal näher anschauen. Okay, alles klar. Die Kreuze hier, das sind seine eingeritzten Dinger und deshalb funktioniert das da. Ja, okay.
Salvador hat für dieses Gebiet eine Sprachnotiz hinterlassen und einige Werte notiert. Das sollte ich auf jeden Fall genau analysieren. Vielleicht gelingt es mir ja, auf diese Weise Salvadors Vorgehensweise zu rekonstruieren. Okay. Block 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Okay. Hier hat Salvador etwas notiert. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Okay. Alles klar. Der Wachturm im Hintergrund. Meint er das damit? Nee, den da vermutlich, ne? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Wo ist denn, wo sieht er denn da einen Wachturm? Das da, ist das dein Wachturm? Nee. Da? Auch nicht. Wo sieht er denn hier einen Wachturm? Ist es das da? Das ist doch nicht in der Nähe. Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Okay. Er hat es gesagt. Bei 14.2, glaube ich, war das, ne? Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah im Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Kann das hier das sein? 35. Nee. Okay. Ist es das hier? 3591. Das ist der Wachturm. Und wenn wir da jetzt 3591 einstellen. Ja, das sieht gut aus. Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Log 3, 0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. Okay. Fahrzeuge. Meint er das da? Nee. Halt, warte, erstmal wieder 2897. Das da wird die Garage sein, kann das sein? Nee. Das hier? Okay. Da ist der Heliport. Keine Ahnung, was er meint. Das hier wird es sein, oder?
Da fehlt nur noch die richtige Fokussierung. Was ist die Fokussierung nochmal? 28,97. Okay, also erstmal 28,97 meinetwegen. 28,97. Na. So, und ich denke, dann meint er diese... Ist das Fahrzeuge? Nee. Doch, tatsächlich. Lok 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Zwei Boote brachten Indes und einen Assistenten. So, wo sich die Flügel kreuzen, ist sein Büro. Hauptgebäude, wo sich die Flügel kreuzen, also entweder hier oder da, direkt über dem, hier, das da wird das Hauptgebäude sein, wo sich die Flügel kreuzen. Dann stand da 1152 war das, ne? 253, 52. Naja, das ist das sein Büro. Ganz nett. Seine Tage sind gezählt. Na. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich hab die Alge gefunden! Sie ist tatsächlich bei Indes im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Das ist gut. ABCD, hat das irgendwas zu sagen? Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Okay, kein Fahrstuhl. Aber guck mal, da oben ist das... Sieht das nur so... Nee, hier unten, da kann man rumgehen. Lok 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Okay. Okay, am hintersten Ende für den Pfad zu einer Tür. Die Rohre am hintersten Ende des Pfad zu einer Tür. Das hier, das könnte es sein, ne? Das sieht ja da so aus, als ob der Weg da noch weitergeht. Ja, könnte hinkommen. Das Bild ist aber noch unscharf. Okay. Jetzt müssen wir aber noch die Zahlen finden. Geht das so? Passiert da irgendwas? Was waren denn die ersten Zahlen? Hier hatten wir doch die... Ach, die, natürlich, die 1495. Probieren wir die 1495 nochmal. Das ist ja grob auf selber Höhe. Ne, das war's wohl nicht. Oh, das ist das falsche Bild. Ach, nichts. Habe ich mich denn da... Hier ist auf jeden Fall, guck mal, da geht das Rohr rein. Es scheint so eine Art Abwasserkanal zu sein oder so, ne? Ich würde sagen, hier ist ein Einstieg. Aber er erwähnt ja auch eine Tür. Da? Nee. Natürlich kann die 1495 auch falsch sein. Ich sollte einfach auf Lösen klicken. Okay.
Was ist denn hiermit? Irgendwie so da so. Nee. Auch nicht. Da? Ist das eine Tür? Keine Ahnung. Aber da sieht der Zaun irgendwie anders aus. Na, kann das sein? Also gut, ohne den Fokus kommen wir ja eh nicht weiter. Also hier hatten wir die 1495. Ich glaube, ich brauche zum Beispiel einen Zettel und Stift. Also hier oben hat... ist mir nicht so weit. Mensch, damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Also gut, der erste Wert ist 1495. So, ...1495, das ist A. B ist, B war, was war das denn hier? Nee, das ist C. C ist 28,97. Zurück. B ist 3,591. Und D ist 11,52. So, und wir sollen A, B, Punkt, C, D nehmen. Kann das so sein, dass E demzufolge von A die erste Stelle ist, also die 1, das war ja 1495, von dann B zweite Stelle, das gucken wir uns einfach mal an, B zwar ist die, nee, so nicht, B ist die 5, C ist die 9, das kann so... Nee, halt, das ist doch D. C. C ist die 9. Und D ist die 2. 2. 15,92. So, vielleicht kriegen wir jetzt ein besseres Bild, wenn wir zufällig drauf stoßen. Also, ich hatte getippt, entweder hier. Nein. Oder da. Bent, ich hab ihn. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Cool. Oh, hey, und ohne Lösung. Hammer. Okay, das sieht nicht gesund aus. Also so kommen wir... Da ist ein Rohr, da können wir reinkommen. Da oben ist dann irgendwas... Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Da oben ist ein Fenster offen, aber da kommen wir nicht hin. Okay, also die Wartungstür ist wahrscheinlich zu einfach, ne? Das Rohr. Ein Abflussrohr. Ich hoffe, was da rauskommt, ist ganz normales Wasser. Weder giftig noch radioaktiv. Oder anders verunreinigt. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Nee. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Oh, das geht tatsächlich. Sei vorsichtig. Das geht tatsächlich. Das heißt, die Tür wäre verschlossen gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Okay, ein Labyrinth. Na, fantastisch. Wo müssen wir denn hin? Sag mir nicht nach da. Das hier, Ventilrad, Brückenhebel, Stauschott. Ach du liebe Zeit. Und da geht's raus. Oh. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Konsole. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Vielleicht gehst du mal näher ran, dann findest du es bestimmt raus. Okay, was haben wir denn hier noch? Ein Ventilrad. Ist was passiert? Oh, ach so, guck mal hier. Ja, ich verstehe. Das betrifft, das sind die, wo wir hier sind. Ja, warte, Moment, da, so, hier in diesem Labyrinth, zack. Genau, Tür, hier gibt es zwei Verbindungen, bla 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 bla, und hier haben wir jetzt den Weg versperrt. Ach, das kann ja noch heiter werden. Okay.
Was passiert denn, wenn wir den Brückenhebel umlegen? Es passiert nichts. Das ist doch auch schön. Sollte was passieren? Ich gehe mal wieder da rein. So, okay, alles klar. Genau, das, die sind überflutet. So, und wenn ich das jetzt... wie rum hatte ich es denn eben gedreht? Rechts rum oder links rum? Es lässt sich nicht weiter drehen. Okay. Links rum. Ah, okay, dann wird das Wasser da unten reingepumpt. Das Wasser wird weiter gepumpt. Und jetzt müsste hier alles komplett über Wasser, überflutet sein, ne? Was? Sie geht nicht mehr auf. Ich bin eingesperrt. Ja. Okay, das ist ganz schlecht. So, jetzt kommen wir raus. Jetzt kommen wir raus. Aber ich weiß noch nicht, was das hier zu... Da bewegt sich ja einfach nur nichts. Da kommst du nicht hin, schon klar. Schließen. Ah, oh, das, wir stehen auf der falschen Seite. Okay. So. Und wenn ich jetzt nochmal das Ventilrad links umdrehe, dann müsste das Wasser ja ablaufen, oder? Was? Ich bin eingesperrt. Okay, ich sag euch was, das bringt uns in der Geschichte irgendwie, scheint mir nicht so wirklich viel weiter. Ich mach das hier mal eben offscreen und komme dann in der nächsten Folge zu euch, um halt eben, naja, wenn es weitergeht, ne? Okay, also bis dahin, alles Gute, macht's gut und auf Wiese gehen. Tschüss!